Ich bin heute in Bern beim Swiss Fundraising Day und ich werde gleich auf die Bühne gehen und darüber sprechen, wie man unsere Generation heutzutage eigentlich als Spender erreichen kann. Sind wir noch spendenbereit? Was wollen wir spenden und wie kommt man eigentlich an uns als Spender ran? Auf der einen Seite ist sehr interessant zu sehen, dass die Spendenbereitschaft in unserer Generation ähnlich hoch ist wie in den anderen Generationen. Auf der einen Seite spenden wir aber oder sind wir mehr bereit, dazu andere Güter zu spenden, also nicht unbedingt Materielles, nicht unbedingt Geld, sondern wir sind viel stärker dazu bereit, unsere eigene Zeit, unser eigenes Know-how einzubringen, also Stichwort Ehrenamt. Auf der anderen Seite zeigt sich dann aber auch wieder, dass wir uns an weniger Organisationen beteiligen als die Generationen vorher. Also als Generation Y oder auch die Digital Natives würde ich Menschen bezeichnen, die etwa Mitte der 1980er geboren sind und das umfasst ja die Generation Y und die Z, also die, die halt den digitalen Umgang irgendwie gewohnt sind. Die nähern sich alle so wertemäßig an und unterscheiden sich ganz klar von den Generationen der Babyboomer oder der Xer vorher. Bei der Generation Y, da geht es nicht darum, Mitleid zu erwecken, irgendwas von dem, was einem so gut geht, abzugeben. Darum geht es uns nicht, sondern wir wollen, wenn wir uns irgendwo engagieren, wenn wir irgendwo Spender sein wollen, wollen wir uns involvieren, wir wollen Teil sein, wir wollen selber mit anpacken. Was nicht unbedingt heißt, dass wir tatsächlich mit unseren Händen mit anpacken wollen, aber auch wenn wir Geld geben, wollen wir sehen, was passiert. Wir wollen auf dem Laufenden bleiben, wir wollen viel näher an der Sache dran sein, anstatt nur die Befriedigung zu wissen, wir helfen da irgendwelchen Leuten irgendwo, denen es halt irgendwie schlecht geht.